Ja, siehste, Freunde, so geht's los. Wenn er zu ist, geht es nicht. Also, ihr merkt es heute. Ich bin heute sowas von vorbereitet. Moin, Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Just Lifestyle. Dein Kanal, wenn es Mode-Vlogs und alles geht frisch aus Hamburg. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Heute geht es darum, das habe ich mir spontan mal ausgedacht, weil die Frage öfters auch kam, wie verklebt man eigentlich die Front, wenn das Haarsystem sich hier vorne langsam aber löst. Ich habe heute mein Haarsystem auf dem Kopf, welches 1,5 Jahre jetzt alt ist. Lange Zeit hat das Haarsystem schon auf dem Buckel. Ich muss sagen, dafür ist das noch super. Ich lasse es aber tatsächlich nochmal nachfärben, also quasi auf den Braunton. Wie er ursprünglich war, ihr wisst ja, wenn Haarsysteme älter werden, dann, weil die Haare ja vorbehandelt sind, dann ja, gehen sie bei Braun ins Rötliche, zum Beispiel, also in dieses Kupfer. Man sieht es ein bisschen, aber dadurch, dass ich sowieso einen rötlichen Bart habe, stirbt das sowieso nicht, und es fällt auch so dann nicht auf. Aber trotzdem, einen selber stört es auch immer natürlich. Aber trotzdem, nur dass ihr einmal Bescheid wisst, um was für ein Haarsystem es sich jetzt hier gerade handelt. Ich guck mal gleich, wie ich es filme. Es geht einfach heute darum, wie verklebt nämlich die Front, wenn es, zeig es einmal, so ausschaut. Sehen? Ich denke ja, ne? Hier löst sich das. Ich könnte es dann einfach normalerweise wieder so fest drücken. Und dann hält das Ganze auch wieder. Ne? Aber. Ja, dann drückt ihr das hier fest, könnt ihr auch wieder hier dran ziehen, dann hält das Ganze auch wieder, aber klar, wenn ich jetzt zum Sport gehe, dann kann das sein, dass es das dann wieder ein bisschen hoch geht, aber ihr drückt es wieder fest, aber eigentlich hält das Ganze, also ich könnte das auch jetzt nicht nachkleben und es würde bei mir jetzt locker noch 4 Tage locker so gehen mit festdrücken, bevor es dann, wenn man jetzt noch, wie gesagt, nochmal zum Sport geht, zweimal oder mit Schwimmen und so, bevor es dann wirklich nachgeklebt werden muss, sage ich euch immer, wenn es sich so ein bisschen löst, weil das System kommt am Donnerstag mich runter, da gibt es ein neues System, ein nagelneues, da werde ich euch mitnehmen, das werde ich auch filmen, da könnt ihr ganz gespannt sein, also schon mal ein Abo da lassen, um es nicht zu verpassen. Wenn das so ist, Freunde, immer, es klebt ja trotzdem, wir können es einfach wieder so festdrücken und dann ist das wieder in Ordnung. So, weil ich da auch, weil ihr habt mir auch öfter schon mal die Frage gestellt, oh, was mache ich, gerade wenn man neu ist im Haarsystem-Thema, ist man da auch ein bisschen panisch und hat Angst, oh, geht das jetzt ab oder kann ich so noch schwimmen gehen oder ich habe Angst, wenn so, alles gut, das kann man wieder festdrücken, das sitzt dann auch wieder. Natürlich, wenn ich jetzt zum Sport gehen würde und natürlich viel schwitze, dann kann, ne, dann geht es mit dem Ticken wieder hoch, aber ihr drückt es wieder runter, es klebt trotzdem. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich möchte das trotzdem nochmal die Woche gefixt haben, dann braucht ihr, um es nachzukleben, den System Hold, ganz wichtig, den braucht ihr, wenn ihr es mit Flüssigkleber machen wollt. Im besten Falle zum Beispiel Q-Tips oder von Ossi diese Schwämmchen könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Jetzt kommt es drauf an, was wir machen. Entweder ich klappe mehr hoch, dann empfehle ich euch nochmal den Skin Cleaner zu benutzen, um einfach nochmal die Haut kurz zu reinigen, je nachdem wie viel Schmiere da drunter ist. Das liegt natürlich auch daran, wie lange habt ihr das System drauf. Wie habt ihr vorher geklebt mit Tapes? Ich klebe meine Front immer mit Tapes. Mag ich lieber als mit Kleber, wenn ich überhaupt nachkleben muss. Ich musste dieses Jahr eigentlich gar nicht nachkleben, in den seltensten Fällen. Jetzt wäre so eine, aber gut, das System geht eh übermorgen runter, von daher. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal, weil es sich das jetzt anbietet. Man könnte auch mit Tapes nochmal nacharbeiten, habe ich auch mal im Notfall gemacht. Also das war schon eine Hardcore-Challenge. Nee, also ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch das einmal mit dem System Hold. Ich gucke kurz, wie ich es filme, vielleicht, weil ich habe nämlich jetzt hier auch meinen schönen Handspiegel hier parat. Ich gucke, ob ich das entweder so mache oder ihn einfach so seitlich hinstelle,
Das seht ihr jetzt einfach gleich und ich würde sagen, wir legen los. Ach so, das Wichtigste ist natürlich, ihr braucht am besten Fall hier eine Haarklammer. Natürlich hat der Jo keine Haarklammer jetzt hier am Start. Das ist bestens vorbereitet fürs Video. Das heißt, ich werde dann alles salbissen und ihr braucht gegebenenfalls einen Föhn, aber müsst ihr nicht. Also ich gucke jetzt, wie ich filme. Wahrscheinlich werde ich das so machen, dass ich mir hier einen Spiegel hinstelle, um euch das einfach so zeigen. So Freunde, es geht los. Ganz unvorbereitet gehe ich immer in den Start, das ist doch schön. Aber dafür mögt ihr mich ja auch, weil ich dementsprechend authentisch bin. Das ist mir auch das Wichtigste. Ich komme jetzt mal nicht daran, dass ihr das auch besser seht mit meiner Visage. So, also, das Einzige, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das jetzt einmal die Light-Version. Also, ich gucke es ein bisschen hier unten rein. Ich versuche beides zu machen. Wir machen das mal die Light-Version. Ich gucke, also erstmal, ihr guckt überhaupt, wo ist es lose. Weil manchmal reicht es auch, ne, nur so zu machen und die Haarklammer hier reinzumachen. Das empfehle ich euch. Weil ganz hochreißen brauche ich jetzt tatsächlich nicht, weil hinten ist es noch hart. Hart dran. So, also, das heißt, so halte ich das jetzt dummerweise. Wenn ich jetzt eine Haarklammer hätte, wäre es super. Habe ich jetzt aber leider dummerweise nicht hier. Also, wir nehmen den System Hold, das schöne Ding hier. OC hat ihn ein bisschen verändert. Also, die Packung war früher weicher. Ich muss sagen, ich finde ihn hart. OC, liebes Marketing, liebe Marketingabteilung, macht den mal bitte wieder so schön weicher, weil ich finde, wenn man den nämlich rausdrückt, das ist, also wenn er voll ist, wunderbar, wenn er leer ist, braucht man immer so ein, so ein Q-Tip und ich wurschel da mal, also ich schraube immer das hier oben ab und wühle da rum und mache dann immer so, weil anders geht das nicht. Aber wir versuchen es mal so, weil der ist nämlich neu. So, ich schüttel den immer noch kurz ein bisschen. So, und dann mache ich das ganz einfach. Ja, siehst du, jetzt geht es nämlich los, hier die praktische Vorführung. Ja, siehst du, Freunde, so geht's los. Ganz wichtig, bei Lace bitte den Kleber nicht auf die Lace kleben, sondern immer auf die Haut. Bei Folie ist es andersrum. Nimm bitte erstmal wenig, weil es geht nicht. Weil genau, es sind den Q-Tip und könnte es hier ein bisschen verschmieren. Weil, Freunde, weil jetzt habe ich den Faden verloren, Freunde. Was wollte ich sagen? Ach so, weil genau, auf der Lace macht ihr das bitte nur auf genau, bei Lace bitte nicht auf die Folie kleben. Das ist nicht super und bei Folie könnt ihr das gerne auf die, also dann könnt ihr den Flüssigkleber auf die Folie machen. So sieht das jetzt bei mir gerade aus. Wenn ihr nämlich dann natürlich keine Klammer habt, ist es ein bisschen anstrengend, im Arm die ganze Zeit das zu halten. Das meine ich halt, es ist ein bisschen ärgerlich, das hier rauszudrücken. Klar, wenn er zu ist, geht es nicht. Also ihr merkt es heute, ich bin heute sowas von gut vorbereitet, aber ich finde den echt OC. Also da habt ihr echt, weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Das läuft so nicht. Müssen wir mal gucken. Ne, so ist auch. Der ist auch offen, ja. Nee. Da werde ich mit OC Rücksprache führen. Das läuft so nicht. Sag mal. Den Faustgriff. Jetzt. So. Ne, aber es ist. Ne, Freunde, das gefällt mir nicht. Es quillt das hier schon raus. Wir machen das anders. Wir machen das jetzt anders. Aus den genannten Gründen. Das war zu viel.
Wunderbar. Genau, jetzt lassen wir das 8 Minuten trocknen. Wem es nicht schnell genug geht, kalt anfüllen mit dem Föhn und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn das trocken ist. So, gleich ist es soweit. Wir können die Front wieder raufsetzen. Was ich euch ja schon sagte, also immer ein bisschen weniger Kleber nehmen. Weil der ist schon stark genug. Und ihr dürft ja nicht vergessen, die Tapes hier unten, die kleben ja auch noch. Ich halt warten, bis diese weiße Grütze hier weg ist. Freut euch drauf, morgen, am Donnerstag, neues Haarsystem. Da werde ich das Ganze filmen, da freue ich mich sehr. Das neue System macht mir in Hamburg natürlich, da im Store bin ich vertreten, ist ja logisch, Vicky wird mir das neue Haarsystem zaubern, würde ich sagen. Und 14 Tage später bin ich dann beim Wechselservice und dann werde ich mit Malek, dem zweiten Stylisten dort, auch mal was für euch filmen, und zwar ein Wechselservice. Weil ihr ja auch gefragt habt, wie das Ganze aussieht. Ich würde es einfach mal transparent zeigen. Ihr könnt ja auch gerne schon mal fragen, wenn ihr Lust habt. Stellt einfach mal Fragen in die Kommentare oder schreibt sie mir per DM auf Instagram. Dann können wir das mit Vicky oder mit Malek, je nachdem, einfach mal besprechen. Während die beiden dann an mir herumwerkeln. Das ist doch eine gute Idee. Also wenn ihr Fragen zum Haarsystem habt, wie was funktioniert, einfach eure Ängste, ist ja völlig egal. Einfach reinschreiben, ich sammle die und dann werden wir die Fragen in dem Video beantworten. Also, wie gesagt, auch hier schon mal Werbung gemacht für die kommenden Videos. Und wo ich mich auch dann freue, ist, dass ich dann im nächsten Dienstag dann bin ich in Berlin von der GQ und Yves Saint Laurent eingeladen. Da reise ich für Douglas nach Berlin auf einen neuen Duftlounge. Das wird sehr sexy, Freunde. Das wird fett. Freut euch drauf, da werde ich euch auf Instagram mitnehmen. Also ab auf Instagram, Follower da lassen. Und da bin ich auch aktiv, wie gesagt. Da erfahrt ihr nochmal ein bisschen mehr über Hasis. Immer nur ein bisschen mehr als hier auf Instagram, als auf YouTube. Wir machen das jetzt einfach drauf. Ich warte jetzt nicht. Wie gesagt, wenn das da auch noch so ist, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich muss mal kurz in meinen Monitor gucken. So. Also, das ist jetzt für mich, dass mir drauf. Normalerweise habe ich hier einen Spiegel und ich gucke dann so drauf. Also, ihr nehmt das einfach, das ist jetzt auch nicht so schwer. So. Achso, wichtig ist, wenn ihr abchecken wollt, nehmt euren Stielkamm und legt den hier drauf. Und legt ihn drauf und wenn der Kleber noch Fäden zieht, dann ist er noch nicht fertig. So, dann einfach runterrollen. Und jetzt bräuchtet ihr halt den Stielkamm, den ich jetzt nicht dabei habe. Leider. Um jetzt quasi nochmal im Einzelnen hier durchzugehen, um das wirklich, wisst es, wirklich festzumachen. Bin ich jetzt so verrückt und mache das mit dem Kugelschreiber? Nein. Mache ich nicht. Aber das kann ich euch immer empfehlen. Das mache ich jetzt ausnahmsweise, weil das so ein altes System ist, um euch das zu zeigen, wie das mit dem Stielkamm macht. Wirklich vorsichtig. Und meistens ist es so, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich das so frisch geklebt habe und wenn das System eigentlich dann eh auch runter muss, hält der Kleber ein bisschen später, also entfaltet erst dann seine richtige Kraft. Aber trotz alledem, wenn ich jetzt wieder dran ziehe, also ein bisschen vorne ist es noch ein Ticken, aber trotzdem weiß ich, da ist Kleber drunter. Von daher mache ich mir da nicht so einen Kopf, ich drücke das jetzt einfach nochmal ein bisschen fest und dann passt das auch schon. Wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, jetzt ist es fest, es ist zu, es wird in den nächsten Minuten und Stunden nochmal so richtig fest, also dass ihr auch dann wieder normal dran ziehen könnt und es bleibt fest und es löst sich hier drunter nichts mehr, das ist klar. Man darf aber auch immer nicht vergessen, das möchte ich dazu jetzt noch sagen,
Man muss auch immer drauf gucken natürlich, wie lange hat man jetzt ein System drauf und wie ist die Beschaffenheit überhaupt auch drunter, ne? Also um einfach nochmal sicher zu gehen, wenn das alles andere noch hier super bombenfest sitzt und ihr wisst, hält locker noch 5 Tage oder 4, dann könnt ihr auch den Skin Cleaner nehmen, dass ihr einfach, wie ihr es gemacht habt, nur dass ihr ein bisschen mehr hoch macht, vorsichtig, und dann die Kopfhaut einmal von dem Hold Extender oder von der Clipping Schmiere von den Tapes entfettet, reinigt, und dann klebt das System Hold noch natürlich viel besser. Dann habt ihr natürlich das Maximum rausgeholt. Wie gesagt, mir, für mich, also ich muss die Frauen ein Glück aktuell null nachkleben, jetzt so das erste Mal, weil ich auch wieder viel beim Sport war. Und dementsprechend Hamburg war heiß, geschwommen, viel geschwitzt, dann finde ich das nach 1,5 Wochen, dass sich die Front so ein bisschen löst, auch normal. Das darf sein, das ist auch okay, keine Panik, das ist auch in Ordnung. HSM ist auch immer wieder ein Produkt, das muss so. Wäre ja auch eben nicht authentisch, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, dö, das geht ja nicht. Es gibt natürlich mal Phasen, da läuft das auch mal so 2 Wochen gut. War jetzt meistens auch so, auch selbst als ich in Spanien war. Letztes Jahr, ich musste nicht einmal in 2 Wochen nachkleben, das ist, gibt's auch. Aber, wie gesagt, kommt immer nach Luftfeuchtigkeit, ihr kennt die Faktoren. Trotz alledem sage ich euch einfach, wie es ist. Da wisst ihr, bin ich auch zu euch ehrlich. Und, ja. Wie gesagt, das Ding geht runter und für mich reicht das dann auch so, dass ich weiß, es stört mich jetzt so nicht im Alltag, dass ich nicht einmal so rumdrücken muss, sondern ich weiß, dass es jetzt festhält und Donnerstag geht's eh runter, weil dann sind 2 Wochen rum, aber trotz alledem, so läuft, egal wie alt das System ist, so läuft ein leichtes Verkleben ab. Natürlich ein bisschen besser verbunden als ich jetzt. Aber dann wisst ihr Bescheid, also ihr braucht den System Hold. Entweder ihr nehmt 2 Q-Tips oder halt einen oder die Schwämmchen, wie auch immer. Ihr könnt den Skin Cleaner auf jeden Fall benutzen zum Entfetten eurer Haut und den System Remover, wenn ihr das ein bisschen besser abmachen wollt, nochmal. Und ansonsten, und halt eine Haarklammer, dann habt ihr nicht hier so einen steifen Arm nachher. Das ist ganz gut. Und um den Stielkamm. Ansonsten war's das. Der braucht ihr nicht. Und genau, und halt einen Handspiegel. Boah, muss nicht sein. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, supportet gerne meinen Kanal. Vielen Dank dafür, für euer ehrliches Feedback. Es ist fantastisch, dass wir immer größer werden in Sachen Haarsystem hier. Oh ja, ich sehe euch. Und, nee, Freunde, ich rutsche ein bisschen zurück. Keine Panik. Ich möchte keinem zu nahe treten. Oh Mann, der wird zwar schlecht. Egal. Freunde, haut rein, ich bin raus, euer ciao. Und wir sehen uns Donnerstag hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lifestyle. Nein, wenn es Modevlogs und Lifestyle geht, frisch aus Hamburg. Ich bin raus, euer ciao, ciao und gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann ihr es immer guckt. Tschüss.